Ja, dann packen wir es an. Ich habe es freigeschaltet, weil ich was anfange. Okay. Heimliche Attentaten, möchten Sie dazu die Tutorial-Mission spielen? Ja, klar wollen wir, oder? Ja. So. Heimliche Attentate. Lernen Sie, wie Sie Attentate aus einem Versteck heraus ausführen. Springen Sie in den Heuhaufen, um zu beginnen. Mach ich. Spring. Kommst du? Zuck. Und rein mit dir. Dachgern. Schön. Achten Sie auf andere Waffen in der Nähe. Wenn eine Waffe Sie beim Töten beobachtet, gelten Sie sofort als entdeckt. Ja, dann muss ich hier raus. Jetzt muss ich die Waffe... Ah, okay. Lass mich nur spitzeln hier. So. Ja, ist ein Tutorial, ne? Ja, aber cool. Also das finde ich schon sehr tricky. Finde ich auch schön, dass sie das diesem Berserker auch machen lassen. Das wäre ja eher was für einen Trickster gewesen. Aber gut. Schauen wir mal, was uns erwartet. Bei der Erkundung der Stadt Florenz fielen dem Assassinen mehrere verdächtige Bürger auf, die den berühmten Erfinder Leonardo da Vinci nachstellten. Der Assassine machte Leonardo auf die Gefahr aufmerksam und brachte ihnen Sicherheit. Tippen, um zu starten. Leonardo wartet in der Nähe des Brunnens auf mich. Oh mein Gott, Leonardo da Vinci. Oh, ich bin so ein Fanboy. Komm mal schnell. Das ist mein Zielobjekt. Gibt es irgendwo versteckte Symbole? Ah, da oben. Ja, das wird auch so ein bisschen... Ah, blau ist dann... Hier bist du safe. Okay. Wie kann ich das wieder lösen? So, okay. Oh, Senor Leonardo. Gleiten Sie Leonardo durch die Seitenstraßen und halten Sie die Augen offen. Ich halte die Augen offen. Weißt du jetzt, dass ich da bin? Also... Verhält sich jetzt nicht so danach, ne? Das stimmt nicht. Hatten Sie nach verdächtigen Personen in der Menge Ausschau? Ja, da vorne, ne? Finden und töten Sie die Krähe. Das heißt, er schickt mich jetzt vor. Schickt er mich jetzt vor? Das ist eine Wache. Wo ist die Krähe? Ach, guck mal, jetzt kommt hier unsere neue Fähigkeit zum Einsatz. Und zwar... Jetzt pass auf. Wo ist er denn? Der hier, oder? Ja, ja, genau. So. Es ist jetzt zwar eine Wache hinter mir. Und eine Wache, die so leicht nach vorne guckt. Aber wir warten das jetzt einfach mal ab. Ich denke mal, dass es genauso funktionieren kann. Oh, geh mal weg da. Bürger, gehen Sie. So, da kommt er schon. Hi. Na du? Zack. Kommst du? Ja, ich mag das. Doch, doch, ich mag das. Doch, 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 doch. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, und die Grafik ist halt... Oh, pardonne-moi. Ah, guck mal. Gebüsch. Anschleichinger. Oh, Stealth-Modus. Ja, Leonardo geht's gut. Super. Leonardo fühlt sich... Er freut sich bester Gesundheit. Weil er hat einen Assassin im Genick. Aber das macht nichts. Denn ich bin ja ein guter Assassine. Also... Wer mich bezahlt, dem passiert nichts. So.
Aber das ist ja Leonardo da Vinci. Deswegen muss ich ja schon. Aha. So läuft das hier, schau. Man kann ja auch die ganze, nicht die ganze Zeit, ne? Es gibt aber auch keine Anzeige, wie lange das Ding hält. Okay, jetzt wird es ein bisschen diffiziler. Ich muss mal gucken. Was kommt jetzt? Ah, eine Medici-Wache. Ja, aber das... Das wollte er. Das war jetzt so sein Ding, ne? Noch eine? Ah ja, guck. Haben jetzt eigentlich alle Krähen schon ausgeschaltet? Also, war es das schon? Oder kommt jetzt noch? Wenn ich das übrigens nervt oder so, dass ich ständig dieses Adlerauge offen habe. Ah, okay. Links oben, neben meinem Profilbild quasi. Da geht so ein Counter runter. Und der zeigt mir an, dass das hier gleich zu Ende ist. So, da ist die Krähe. Die sieht man auch immer recht gut. Der wird jetzt gleich umdrehen. Vielleicht kann ich ihn noch. Ne, der hat mich entdeckt. Okay, das ist schlecht. So, und jetzt schnell hinsetzen, hinsetzen. Setz dich hin. Nein. Oh, was machst du denn? Setz dich mal hin jetzt. Also einfach nur auf die Wand zurennen reicht aus, um hochzuklettern. Deswegen, also siehst du sowas. Deswegen ist es natürlich schlecht, so eine Bank dahin zu bauen, wo man auch hochklettern kann. Weil wenn es mal schnell gehen muss, muss ich halt, bevor ich quasi die Wand hochkletter, muss ich den Knopf drücken, um mich hinzusetzen. Und das ist dann schon engo. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, das macht gar nichts. Ah, sehr schön. Ja, geht einfach weiter, ne? Das ist ihm so nicht so wichtig. Jetzt sind natürlich alle Wachen auf mich alarmiert. Das ist natürlich auch ein bisschen kacke. Aber gut, kriegen wir hin. Aber geht's nicht nach links? Na, er geht nach links. Dammit. Hallo Wache, ich bin an mir Friend. Freunde? Was hast du denn? Ist dir schlecht? Einfach mal drüber latschen. Leonardo. Also Leonardo. Ah, wie kann der nur? Schön, ne? Also so ein bisschen, ja gut, lass mal Leute irgendwo rumlaufen, ist jetzt relativ billig, aber alle haben so irgendwie meistens irgendwas anderes an, ne? Okay, das wird interessant. Das ging schnell. Das ging flott. Das ging gut. Das ging super, oder? Ah, das sind so gesperrte Bereiche, das kennt man. Also, wenn ihr schon mal Assassin's Creed gespielt habt, das sind gesperrte Bereiche, da kommt ihr nicht rein. Es sei denn, ihr erreicht einen Teilabschnitt im Spiel, aber das ist ja immer quasi ein geskriptetes Level. Und da könnt ihr halt natürlich nicht überall hin. That's it. Herausforderung. Habe ich die geschafft? Ja, sehr schön. Ja, alles gut. Sick, sehr gut. So, zurück zu die Animus. Schauen wir mal. Was gibt's denn jetzt? Einen Shop. Jetzt kommt er daher, ne? Was haben wir denn hier? Eine Reihe von Produkten, die den Fortschritt unterstützen, nach Belieben durchsuchen. Ist klar, Ubisoft. Ah, Mann. Sorry.
So. Im Shop finden Sie verschiedene Gegenstände, Boosts, Ausrüstungsteile, Fertigungsmaterial, mysteriöse Kisten. Oh, was könnte da nur drin sein in den mysteriösen Kisten? Ja, mach ich mal. Ja, genau. Hier, guck mal so. Oh, ich krieg einen Boost gratis, damit ich schon ein bisschen angefixt werde, ne? Beachten Sie, dass er eine Wirkungsdauer von 2 Stunden besitzt. Tippen Sie auf Kaufen. Hey. Vielleicht mache ich die Bedienung im Menü echt mit der Hand und den Rest vom Spiel dann mit dem Controller, weil das ist ja echt bescheuert. So, es wird Zeit, den Boost zu aktivieren. Nee, den habe ich gratis bekommen, den will ich nicht aktivieren. Inventar. Wenn sie 15 Uhr. Ich will das nicht. Kann ich das jetzt abbrechen? Nee. Ja, das wollte ich nicht. Siehst du? Das ist jetzt. Ich darf auch nicht ausrüsten. Also, das ist ein bisschen nervig. Also, wenn man so in so einem Tutorial in den Entscheidungen gefangen ist. Ein Schulterschutz. Schick. Nehmen wir mal mit. Eine bessere Hose. Auch gut. Dann mal noch. Fähigkeitenbaum. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Den investieren wir natürlich in den eisernen Willen. Hätte ich noch dahin investieren können? Na egal. Eiserner Wille ist schon cool. Jetzt muss ich dann natürlich irgendwann auch mal diesen Schlag ausprobieren. Habe ich den schon zur Verfügung? Theoretisch, oder? Sollte. So, ja, dann. Freigeschaltet. Boost. Na dann. Jetzt, Moment. Rachsichtige Augen haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt natürlich der nächste. Requiem eines Assassinen. Hauptziel. Beschaffen Sie den Inhalt der Truhe und töten Sie die Borgia-Agenten. Töten Sie alle Wölfe, die sich im Gebiet herumtreiben. Also, wir haben Krähen, wir haben Wölfe. Hau rein! 4 Assassinen wurden aufgetragen. Es ist echt spät, sorry. 4 Assassinen wurde aufgetragen, eine wichtige Truhe aus den römischen Katakomben zu bergen. Als sie in ihr Versteck zurückkehrten, wurden sie überfallen und von Agenten der Borgia ermordet. Die Assassinen von Rom machten es sich zur Aufgabe, Rache zu nehmen. Ist das so? Die Agenten sind in den Ruinen des Forum Romanum. Bleiben sie unauffällig, bis sie gefunden werden. Ich bleibe unauffällig, bis ich gefunden werde. Ja, das probieren wir aus. Ahnung. Sperrgebiet. Sperrgebiet heißt? Das ist auch immer so. Wieso jetzt Sperrgebiet? Also ich soll doch hier lang gehen. Warum sperrt ihr mir hier das Gebiet? Keine Waffe hier. Keine Waffe dort. Hier komme ich noch ohne Waffen durch. Kann hier mal ein bisschen abkürzen vielleicht. Ja, guck mal an. So. Ah, das sieht doch gut aus. Hier sind auch noch ein paar Waffen. Da springe ich mal drüber. Zack. Aha, aha, aha. Dumpidumpi. Okay, Adlerauge sehr wachsam. Hoppala. Sorry, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Sorry, sorry, sorry. I'm sorry, sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Na? Ist gereicht? Hat gereicht.
hinten läuft eine Patrouille. Da kommen mir zwei entgegen. Oh, das wird eng. Ah, ja. Wir sind Anonymous. Und ich muss da rein. Ich habe ein Problem, dass ich da nicht reinkomme. Solange die Kasperl da noch rumlaufen. So, was haben wir hier? Ja, gucken wir noch eine Waffe. Ah, das ist alles ein bisschen kritisch hier. Aber die bewegen sich doch gleich wieder, oder? So. Sehen die mich hier oben? Also, sie sehen zumindest meinen Schatten da hinten. Scheiße. So. Jetzt geht er hier hoch. Ja, hat mich entdeckt. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir hier mal. Machen wir mal kurz einen Prozess. So. Ich meine, wie? Ne? Wie hätte das jetzt geklappt? Das weiß keiner. Den kriege ich ja weg. Das ist ja kein Problem. Ey, da kannst du drücken, was du willst, ne? Zumindest schon mal die Truhe. Einer der Agenten erwähnte die Habseligkeiten seiner kleinen Truhe in der Nähe. Die Agenten brechen auf, dass die Gelegenheit sich sie vorzuknüpfen. Na, der Weg ist ja schon so ein bisschen frei. Lauf mal. Hey. Sehr gut. So. Weit genug weg von dem. Das wäre gar nicht so leicht hier. Wir stehen halt einfach überall Waffen. Da ist schon wieder eine. Seht ihr gerade die Säule knutschen? Getötet. Oh, ist doch nicht schlecht. Muss ich mich hier einfach nur durchhauen? Ist das so eine, komm schon, hau dich durch Aktion? Okay, okay. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Ach, er ist so einer von denen, okay. Das heißt, ich krieg den. Wo krieg ich ihn? Hier krieg ich ihn, oder? Wo kommst du hoch? Wo kommst du? Kommst du auf der Seite hoch? Okay. Klappt das? Ich hab mich entdeckt. Nein, das macht ja eigentlich nichts. Das ist nichts. Kein Problem soweit, weil ich kann mich ja durchhauen. Aber ich. Soll das so sein? Also. Muss ich hier quasi mich hier durchhauen? Das kann ja nicht sein, oder? Ich kann doch nicht verlangen, dass ich jetzt alle Wachen umhaue. Nur, dass ich so auf mein Ziel komme. Na komm. Stell dir eine Bläder als Bischt. Bupp. Na gut, dann nicht. So. Den mag ich am liebsten. So. Geht doch. Geht doch. Zack.
geht ja lang. Okay, der bleibt an dem stehen. Okay. Dann haben wir uns einen Freund hier. Zack. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Dark Wind Duck. 2, 1, Risiko. Das war's. Die Agenten sind tot. Fliehen sie aus dem Gebiet und kehren sie zum Versteck zurück. Mach ich. Brauchst du mir nicht zweimal sagen. Yay, sehr schön. Ja, cool. Noch eine Mission. Töten Sie alle Wölfe, die sich im Gebiet herumtreiben. Woran hätte ich jetzt einen Wolf erkannt? Wissen wir nicht. Naja, scheiß auf die Herausforderung jetzt an der Stelle, weil ich will ja nicht unnötig. Das beim ersten Mal Wiederholung, das war einfach eine Dummheit. Da habe ich einfach mich nicht ausgekannt. Ich kann jetzt Auftragsmissionen durchsuchen und annehmen, um besondere Belohnungen zu erhalten. Tippen Sie auf Aufträge, um fortzufahren. Mach ich nicht. Oh komm, also ernsthaft. Leute. Auftragsmissionen. Führen Sie durch ganz Italien, um das Vorhaben der Assassinen zu unterstützen. Tippen Sie auf Weiter, um fortzufahren. Mach. So, bei Attentatsaufträgen müssen Sie ein Ziel irgendwie. Bei Escort-Aufträgen einen Verbündeten beschützen. Tippen Sie auf Weiter, um zu beginnen. Was haben wir hier? Töten Sie ein Ziel. Ein Attentat auf das Ziel ist der schnellste Weg einer Mission. Aber natürlich können Sie auch in einen Körper gehen. Ja, ist ja klar. Aber das macht uns nichts, denn wir sind ja Assassinen und Köpfe liegt uns im Blut. Kriegen wir hin.